Wo bin ich denn jetzt? Okay. Ja, gehen wir hier einfach mal weiter. Wo sind wir jetzt? Ah! Hier würden wir wieder zurück zum zum Ausgang kommen. Aber nur, wenn wir den Wasser wegnehmen, oder? Nee, ich glaube hier auch. Das lassen wir mal schnell hier runterschauen. Da hinten müsste eigentlich der Ausgang sein. Jo. Ist der Ausgang. Wo gehen wir dann weiter? Gehen wir mal hier so oben rüber. Ich glaube, dann kommen wir wieder zurück. Hier lang. Ein Minotaurus! Noch einer! Die wollten es jetzt aber wissen. Und ich glaube, wir sollten einen Heiltrank trinken. Okay, wo bin ich denn jetzt? Ich gehe erstmal geradeaus weiter, nicht durch die Tür. Okay, hier geht's nicht mehr weiter. Dann gehe ich durch die Tür. Hier gibt es eine Tür, hier gibt es noch eine Tür und zwei weitere Wege. Wenn ich durch die Tür gehe, dann bin ich wieder unten. Jep, da hinten liegt der Schatz. Okay, dann gehen wir mal hier rechts weiter. Hoch? Nee, wir gehen jetzt mal rechts weiter. Okay. Ein Schatz! Den Stahlhelm können sie sich wieder behalten. Ich glaube, das hier ist ein Geheimgang. Okay. Zwei Wege gibt es hier. Welchen nehmen wir? Versuchen wir es mal mit dem unteren hier. Yep. Nein. Okay, er ist tot. 35 Goldstücke. 36 Gold, ein Daikatana, ein zweites. Dann können wir den Kriegshammer wegwerfen. Und wo sind wir jetzt genau? Hier würde es, glaube ich, dann so im Kreis gehen. Machen wir auch mal. Ich glaube, ich bin schon total verwirrt von diesem Dungeon. Hier links lang, links lang. Nochmal links. Hier irgendwo. Ja! Gleich beim ersten Klick getroffen. Und hier gibt's nichts. Hier gibt's nichts. Gar nichts. Okay, was machen wir dann? Wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen hier weiter. Hier. Da ist nicht. Wow!
Blödes Spacewort. 15 Gold. Ein Kurzschwert. Nee, ist aber nicht so gut wie unser Daikatana. Okay. Aha. Da unten ging es weiter. Gehen wir doch da unten weiter. Da haben wir... ein Schatz, ein Schatz. Haben wir die... eine Mauer wieder erreicht. So, gibt's hier noch einen Geheimgang? Nein. So, dann gehen wir mal hier rein. Hier gibt's auch nicht viel. Gehen wir da oben mal rein. Ach, hier ist gar keine Tür. Ist wieder ein Geheimgang. Gehen wir doch mal dort hoch. Ja, hier kommt man gar nicht hoch. Komm, die Orks, die nehmen wir mit. Die fühlen sich sonst einsam. Ach komm. Da wechseln wir jetzt nicht extra. Sind ja nur zwei kleine Orks. Okay, habe ich hier jetzt einen Hauptkanal erwischt oder was? Tja, sieht so aus. Okay. Hier ist eine Sackgasse. Wo waren wir jetzt eigentlich schon überall? Hier haben wir noch das alles zu erkunden. Und da unten im Eck haben wir aber auch noch nicht alles. Oh Mann. Erkunden wir erstmal hier oben weiter. Ein Schachatz. 21 Gold. Eine Potion. Die Kriegsaxt brauchen wir nicht. Obwohl, War Axt? War Axt. War Axt meine ich. Vielleicht ist die ja besser als die Battle Axe. Die ist garantiert besser als die Battle Axe. Nee. Die Kriegsaxt ist schlechter als die Kampfaxt. Ich wollte hier eigentlich gar nicht runter. Ist ja auch egal. Ich glaube, ich komme bei beiden aufs Gleiche raus. Yep, eindeutig. Wo bin ich jetzt? Gehen wir mal nach links. Und da gehen wir jetzt rüber. So, hier in diesem Gang müssten wir schon gewesen sein. Nee, noch nicht. Aber hier waren wir schon. Hier ist eine Sackgasse. Gehen wir mal hier rein. Hier waren wir auch schon. Okay. Hinter uns ist noch, sind noch zwei kleine... Da ist aber nichts. Hä? Ein Minotaurus. Jetzt liegt er. 63 Gold hat uns mitgebracht und eine Mark. Ach, wir haben eine Marco Feeling. Das ist gut. Wo muss ich jetzt weiter? Richtung Norden. Okay.
Richtung. Da bin ich hergekommen, also hier lang. Und jetzt? Gehen wir mal nach ganz oben. Hier lang. Ah, okay. Geht's hier noch weiter? Ja, ey, das ist jetzt aber unfair. So, 30 Gold. Wenigstens hat sie was mitgenommen. Ein Flail war, glaube ich, auch nicht sehr stark, oder? Ne, kann weg. Wo gehe ich denn jetzt weiter? Hier durch die rechte Tür. Gehen wir hier rein. Hier ist eine Eisentür. Okay. Hier unten waren wir schon. Moment mal. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja. Offenbar. Ein Minotaurus. Noch einer. Und der hatte nicht mal was. Ha! Aber hier ist gar nichts. Nee, hier ist nichts. Laut Karte geht es ja auch nicht weiter. Gehen wir hier mal kurz, damit wir den Teil der Karte aufgedeckt haben. Gehen wir da mal kurz weiter. Mist, wo geht's hier wieder raus? Hier? Ja. Okay, müsste jetzt aufgedeckt sein. Yep. Dann gehen wir nordwärts. Da ist Norden. Ein Minotaurus. Genau, da wollte ich eigentlich gerade rein. Und dann hat er leider nichts dabei. Okay, gehen wir mal da rechts rein. Ein Schatz. 56 Gold. Okay. Nein! Ich will nicht sterben. Der hatte 49 Gold. Yeah. Geht's hier gar nicht mehr weiter? Nein. Das würde hier wird es dann weitergehen. Und im Wasser. Hier rechts, oder? Ich weiß, ich habe es mitbekommen, da hat mich irgendwas gehauen. Aber erstmal nachschauen. Nein, nein, nicht im Magier. Zaubert er nichts? Wenn er nichts zaubert, erschießen wir ihn mal kurz. Gold. Den Stab kannst du dir wieder behalten. Welches ist das? Hier, das Just. Und eine Heal Potion würde ich mir gerne mal zu Gemüte führen. Okay. Da unten wird es noch weitergehen. Hier oben wird es noch weitergehen. Und ich habe keine Ahnung, wie weit es noch nach links geht. Gehen wir erstmal hier weiter. Okay, gehen wir mal hier rechts weiter. Ein Minotaurus. So. Irgendwo ist noch einer. Der hier hatte jedenfalls nichts.
Gut, da ist jetzt wahrscheinlich nur dieser kleine Gang, aber ich will, dass wir ihn aufgedeckt haben, also gehen wir ihn kurz lang. Garantiert haben wir mittlerweile schon einen Geheimgang übersehen. Nein, nicht mal. Ah, da vorne ist das Ende des Dungeons. Also die Mauer wieder. So. Und jetzt? Wir haben hier auch nichts übersehen bisher. Gehen wir hier gleich mal rein. Ein Schauherz. 38 Gold. Gibt es hier noch irgendwelche Geheimgänge? Nein, das war's. Okay. Bloß ein kleiner Block. Wo sind wir jetzt? Da links waren wir noch nicht. Hier waren wir schon, glaube ich. Ja, da sind wir dann hier und dort hochgegangen. Dann gehen wir jetzt links weiter. Ein Schatz. 13 Gold. Und hier geht's auch noch rein. Irgendwo hier ist ein Ghoul. Ein Schatz. 30 Gold Potion Breitschwert. Was? Nee. Nee. Nee, oder? Komm, wir haben schon länger nicht mehr gespart. Nee, ich glaube, wir haben. Vor. Nee. Hoffe ich sowas, da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf. Wir müssen den Dungeon eh nicht machen. Wir gehen jetzt einfach. Habe ich keine Lust mehr drauf. Ich muss öfters speichern. Ich habe mir schon überlegt, ich sollte öfters speichern. Ich weiß nicht mehr, wo der Ausgang hier war. Ich glaube, da war irgendwo oben rechts. Ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen nach Norden. Ja, hier ist Norden. So. Ach, da ist er eh schon. So. Ich glaube, ich lasse die Zwischendungeons jetzt einfach mal, weil die sind immer so riesig und wenn dann sowas passiert, habe ich keine Lust mehr drauf. Naja, wir bewegen uns dann mal Richtung Fortress of Ice. Oh, die sieht aber irgendwie ein bisschen grün aus. Boah, das ist schon richtig schön hier aus. Ein Eiswolf! Ein Schneewolf. Sag mal, schießen die was auf mich? Vielleicht sollte ich auch mal eine Potion of Stamina trinken. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte die Karte eigentlich anschauen gerade. Der anderen Seite wird es auch so weitergehen. Okay. Hier auch. Und auch hier wieder. Ist es bloß ein endloser Gang oder wie? Bisher schon, okay. Hier ist ein Licht. Wunder! Ich habe gerade drauf geklickt. Okay. Boah, was war das? Irgendwie, die schwirfen wirklich irgendwas auf uns. Und das ist sehr gefährlich. So, der hier hat nichts.
Wir müssen die Wölfe also immer in den Nahkampf verwickeln. Ansonsten ist das ein bisschen gefährlich. Oh oh. Ja, ein bisschen gefährlich. So. Wahrscheinlich kann ich jetzt einen nicht looten, aber Wölfe haben, glaube ich, eh nie was dabei, oder? Sieht zumindest so aus. Ich speichere mal. Wo gehe ich jetzt weiter? Links oder den Weg? Ich gehe erstmal den Weg hier weiter. Hier ist eine Fackel. Schneewürfel! Nein! Was ist jetzt los? Na toll. Wahrscheinlich hat sich das Spiel wieder aufgehängt. Fraps hat sich wahrscheinlich eh schon beendet. Diesmal habe aber auch ich einen schwarzen Bildschirm. Ach, wisst ihr was, Leute? Ich glaube, dann lasse ich es für diese Aufnahme. Nur Pech irgendwie gerade. Naja, hilft nichts. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao!